Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Es freut mich sehr, du Lieber, dass du dir heute wieder Zeit nimmst und diese Episode anhörst. Und heute erzähle ich dir etwas über ein Thema, das ich schon sehr lang mit mir herumtrage. Doch ich habe jetzt erst vor 2 Tagen gemerkt, dass es wirklich an der Zeit ist, das Thema auch in die Podcast-Episode zu packen. Und zwar geht es darum, wie negative Emotionen auch was Positives mit dem Schlepptau haben können. Du erfährst in dieser Folge, welche Auswirkungen negative Emotionen haben können. Dann verrate ich dir ein paar hilfreiche Strategien, mit ihnen umzugehen. Dann erzähle ich dir, was das Positive am Auftreten von negativen Emotionen sein kann. Und weshalb du deine Türe für diese offen stehen lassen solltest oder kannst und wen oder was negative Emotionen mit dem Schlepptau haben. Und los geht's. Wut, Angst, Trauer, klopfen an die Tür. Mach ihnen auf, sie haben ihre Freunde mitgebracht. Diese Podcast-Episode erscheint nicht wie gewohnt am Dienstag, sondern erst am Mittwoch. Und das liegt daran, dass mich am Montag, am Aufnahmetag, eine Wolke an negativen Emotionen erreicht hat. Und ja, ich wollte eigentlich den Tag genießen, es war ein Feiertag, und ja, noch ein bisschen was im Haushalt erledigen und dann einfach rausgehen in die Natur, mich in die Sonne setzen, lesen und genießen und mich einfach nur mit der Natur verbinden. Und das ganze Rausgehen hat sich aber ein bisschen verzögert, denn ich habe beim Herrichten meines Frühstücks Motten in meinen Mandeln entdeckt und habe dann den ganzen Vorratsschrank untersucht und gereinigt und dann alles so präpariert, dass die Motten diesen Ort unattraktiv finden. Also Lavendelöl ist da mein Tipp. Ich habe Lavendelöl in den Schrank reingemacht. Ja, und dann habe ich bemerkt, dass mein Bauch anfängt weh zu tun, auch genannt PMS. Und ich habe mich beeilt, dann noch rauszukommen, bevor die Schmerzen wirklich einsetzen. Und das ist mir aber leider nicht gelungen, sodass ich mich dann auf die Couch geschleppt habe. Und dann, ja, und dann ging meine Gedankenspirale an. Und Bullshit FM in meinem Kopf lief plötzlich. Und mir ist dann richtig viel eingefallen, ja, was ich so negativ finden kann, worüber ich traurig oder auch zornig sein kann. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, du hast doch deine Strategie, die dir hilft, mit diesen negativen Emotionen umzugehen. Und daran habe ich mich dann erinnert. Und das hat mir geholfen. Und diese Strategie ist auch die 5. Strategie, die ich dir dann später nennen werde. Vorher möchte ich noch gern mit dir teilen, was negative oder generell Emotionen mit uns machen können. Also auch positive wie negativ wahrgenommen. Und zwar haben die Auswirkungen auf unsere Motivation und die Leistungsfähigkeit und letztlich auch auf unsere Gesundheit. Und die als negativ wahrgenommenen, die blockieren uns. Sie lassen uns weniger klar denken, versetzen uns in Stress und wir fliehen dann in alte und teils destruktive Verhaltensmuster. Auch die Merkfähigkeit sinkt, denn wir sind so damit beschäftigt, diese negativen Emotionen zu handeln und auch zu verdrängen, wegzuschieben. Aber Emotion bedeutet nichts anderes als Energie in Bewegung, Emotion. Und ob wir diese bewegte Energie nun positiv oder negativ wahrnehmen, das liegt an unserer sozialen Programmierung und an unseren Erfahrungen. Und es gibt ein paar Basisemotionen, das sind Wut, Angst, Trauer, Ekel, Verachtung, Freude und Überraschung. Und die werden Basisemotionen genannt, da sie angeboren sind und global gleichermaßen erkannt werden. Also die drücken sich in der Mimik gleichermaßen aus und werden daher weltweit
erkannt. Und ja, diese Emotionen haben eben direkte Auswirkungen auf unsere Motivation und auch auf unsere Leistung. Und zwar auch die positiven. Und die positiven, die motivieren uns und treiben uns an. Und auf dieser Schwingungsebene fällt es uns sehr leicht, Dinge anzupacken, sie zu erledigen und auch offen für Neues zu sein. Und auch an unseren Zielen zu arbeiten. Und ja, diese Emotionen mögen wir lieber. Denn wir verknüpfen sie aufgrund von unserer Programmierung und unseren Erfahrungen eben mit schönen Erinnerungen. Und am liebsten würden wir die festhalten. Jedoch gehören auch die negativen dazu. Sie sind wichtig und ja, sie sind einfach Teil von unserer Welt. Wie wir sie jedoch bewerten und wie wir mit ihnen umgehen, das liegt an uns. Und wenn wir uns zu sehr reinsteigern, dann blockieren sie uns eben. Und wenn wir sie verdrängen, dann kostet das extrem viel Kraft und sie kommen wieder. Denn sie sind ein Geschenk des Lebens. Und ja, auch wenn diese Gedankenspirale sehr schnell angeht und sehr destruktiv ist, so können uns negative Emotionen auch sehr viel helfen und unterstützen. Denn wir können sie reflektieren und ja, eben schauen, was sie auch Positives mit sich nehmen. Dazu aber etwas später mehr. Und ja, es ist besser, eben mit ihnen umgehen zu lernen, als sie zu umgehen. Ja, und wie du das lernst. Wie gesagt, sie blockieren uns, indem wir uns hineinsteigern. Und gleichzeitig sind sie aber so ein guter Abgleich, wo du gerade stehst. Was macht's mit dir? Welcher Auslöser hat dich dazu gebracht, diese Emotion, diese Energie in Bewegung jetzt als negativ wahrzunehmen? Ist es eine Person gewesen oder eine Begegnung oder ein Verhalten oder ein Hindernis? Was hat es bei dir ausgelöst? Was war der Auslöser dafür? Und das können eben aber auch Geräusche sein. Wenn du jetzt ganz alleine mit dir selber bist und jetzt keine Person oder keine Begegnung hast, die das auslösen kann, dann können eben auch alte Erinnerungen hochkommen. Auch Geräusche oder Düfte. Und so ist es eben ganz individuell, wie diese negativ wahrgenommenen Emotionen ausgelöst werden. Und du kannst diese Auslöser vermeiden. Also wir sind jetzt schon bei den Strategien angelangt. Das sind insgesamt 5 Strategien. Da das Thema dieses Mal ein bisschen komplexer ist, habe ich dir auch eine Zusammenfassung geschrieben. Die findest du am Blog, in dem Beitrag, auf meiner Webseite. Und zwar, die erste Strategie ist, du kannst den Auslöser für negative Emotionen vermeiden. Ja, das kannst du aber nur, wenn du weißt, was es ist. Was ist der Auslöser? Ein Beispiel, was für mich auch lange Zeit so war und teilweise immer noch so ist. Mich hat es immer irrsinnig gestresst, in vollgestopften öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Wenn das bei dir auch so ist, dann kannst du zum Beispiel mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen oder auch eine andere Zeit wählen, um mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren, wenn das sich mit deinen Terminen abstimmen lässt. Du kannst aber auch lernen, dich abzugrenzen. Du kannst zum Beispiel, bevor du in das öffentliche Verkehrsmittel einsteigst, dir vorstellen, dass du dich in einer Art Blase befindest. Du kannst dir so eine Blase um dich herum aufbauen, so wie eine Seifenblase. Die ist ganz dünn und auch, wenn du möchtest, auch flexibel oder ganz stabil. Und die kann bunt sein, durchsichtig. Du kannst dir Gerüche, Farben, Formen, Temperaturen, Geräusche reinholen in diese Blase, wie auch immer du möchtest, wie auch mit was auch immer du dich wohlfühlst. Das kann dazu helfen, dass du dich abgrenzt. Du kannst aber auch dich auf deine Atmung konzentrieren. Das ist mein Tipp in dem ersten Tipp, oder auch die Blase ist der Tipp im ersten Tipp.
Das mit der Atmung, du kannst dann zum Beispiel deine Hand auf die Brust oder auf den Bauch legen. Das geht auch im öffentlichen Verkehrsmittel ganz unauffällig. Und du kannst den Blick ein bisschen nach unten richten, wenn du die Augen nicht schließen möchtest, den Blick ein bisschen nach unten richten oder auf irgendetwas konzentrieren. Und dann kannst du deine Atemzüge zählen. Und zwar 1 fürs Einatmen, 2 fürs Ausatmen, 3 fürs Einatmen, bis du bei 10 bist. Das hilft dir, den Fokus zu behalten, wenn du nur bis 10 zählst. Und bei 10 beginnst du wieder von vorne. Und das machst du ein paar Runden. Und so kannst du auch lernen, dich abzugrenzen. Also die Blase oder Atemzüge zählen. Und wenn du Spaß daran findest, kannst du dich natürlich auch selbst herausfordern und öffentlich fahren. Also du kannst es mit Spaß verbinden. Vielleicht fallen dir noch andere Handlungsalternativen ein. Umso mehr, umso besser, um diesen Auslöser zu vermeiden. Am Beispiel des öffentlichen Verkehrsmittels. Ja, gilt natürlich auch für andere Auslöser, dass du mehr Handlungsalternativen hast, um diesen Auslöser zu vermeiden. Die zweite Strategie ist, du kannst dich ganz bewusst von negativen Emotionen distanzieren. Das bedeutet, in unserem Alltag ist es einfach so, dass ganz viel Energie in Bewegung gerät. Und manchmal, wenn wir nicht darauf achten, dann überrollen uns diese Energie. Und wir können sie erst stark negativ wahrnehmen. Und vor allem am Anfang, wenn du jetzt noch nicht so darin geübt bist, kommen diese Emotionen einfach. Und das ist auch ganz normal und gehört dazu. Aber um diese Situation zu entschärfen, kann es sehr hilfreich sein, dass du dir bewusst machst, was gerade passiert. Und dazu kannst du wieder den Atem nutzen. Der Atem ist das, was uns immer begleitet. Das hast du immer mit dabei. Du brauchst dann keine Musik oder keine, weiß ich nicht, irgendwelche kleinen Spielzeuge, die du in der Hand drehen und wenden kannst, um dich abzulenken. Nutze einfach deinen Atem. Und hier entweder wieder Atemzüge zählen oder einfach mal einmal aus und einmal tief einatmen. Ja, und dann hilft uns auch unsere Sprache, denn die Sprache hat so eine Macht, dass sie unsere Realität formt. Und zwar in dem Fall, in dem Beispiel, wenn du wütend bist, dann kannst du sagen, ich bin wütend. Damit identifizierst du dich aber sehr stark und es wird irgendwie so Teil deiner Persönlichkeit mit dem Ich bin. Ich bin, so bin ich. Das ist dann, diese Wut ist dann Teil deiner Persönlichkeit. Das ist aber nicht ganz korrekt, weil in Wirklichkeit hat nur eine Situation Energie in Bewegung gesetzt, die du jetzt als Wut wahrnimmst. Und dann nimmst du diese Wut auch noch negativ wahr. Also Wut kann ja auch neutral wahrgenommen werden, zum Beispiel. Gehen wir jetzt davon aus, dass du die Wut negativ wahrnimmst und du sagst, boah, ich bin wütend. Dann kann es dir helfen, dass du sagst, ich fühle mich jetzt gerade wütend. Und das ist was viel Kurzfristigeres. Ich fühle mich jetzt gerade wütend und im nächsten Moment vielleicht nicht mehr. Wenn du aber sagst, ich bin wütend, dann ist das Teil deiner Persönlichkeit. Und deine Persönlichkeit begleitet dich viel länger als die Situation jetzt gerade. Also welche Emotion auch immer du spürst, statt ich bin sagen, statt dass du ich bin sagst, ich fühle mich jetzt so und so. Und ja, wenn du dieses Gefühl, dieses negativ wahrgenommene Gefühl ganz bewusst wahrnimmst, dann nimmst du ihm diese Kraft einfach schon. Und mach dir einfach bewusst, dass dieses Gefühl dich gerade steuert. Und wenn du dem nachgibst und dich da hineinsteigerst, dann wird das natürlich stärker, wenn du mit dem so im Kampf bist irgendwie. Und tausend Dinge findest, warum du wütend sein kannst. Und ja, und wenn du eben dich davon distanzierst, atmest und deine Sprache nutzt, dann schwächt sich das einfach ab. Und du bekommst du einen Abstand einfach zu diesen negativ wahrgenommenen Emotionen. Und du kannst dich da eben jederzeit dafür entscheiden. Du kannst dich auch dagegen entscheiden und sagen, ich finde es jetzt super, dass ich das jetzt fühle. Geht natürlich auch. Aber wenn du das nicht möchtest, dann kannst du diese Strategie dafür verwenden. Die dritte Strategie ist, dass
Du kannst dich von negativ wahrgenommenen Emotionen freimachen. Du kannst dich von denen befreien. Und zwar, indem du dir überlegst, was hat das jetzt für eine positive Absicht? Was bringt mir die Wut jetzt, dass ich jetzt wütend bin? Ich kenne die Antwort jetzt nicht. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal in eine negativ wahrgenommene Emotion gerätst, vielleicht kannst du dir überlegen, was hat das jetzt Positives für mich? Es gibt immer zwei Seiten. Und ja, vielleicht merkst du das. Also positive Absicht. Und auch eine Person, die jetzt diese negative Emotion auslöst, kann eine positive Absicht haben. Und ja, wie kannst du jetzt deine Sichtweise einfach von negativ wahrgenommen auf positiv wahrgenommen drehen oder neutralisieren? Mit dieser Strategie, mit der Suche nach einer positiven Absicht. Die vierte Strategie ist, dass du selbst Verantwortung über deine Gefühle übernimmst. Niemand anderer als du bist für deine Gefühle verantwortlich. Und auch hier können wir die Sprache nutzen. Denn Aussagen wie, du machst mich wahnsinnig, abgesehen davon, dass das jetzt positiv und negativ gedeutet werden kann und ziemlich klar positiv und negativ gedeutet werden kann, im Gegensatz zu Wut oder Trauer. Hier, du machst mich wahnsinnig. Finde ich, ja, ganz klar, positiv und negativ. Sagen wir mal, es ist jetzt negativ. Niemand anderer als du steuerst das, wie du dich fühlst. Und jemand, willst du überhaupt, dass jemand anderer quasi deine Energie in Bewegung setzt? Ist es das, was du willst? Oder willst du es lieber selber steuern können und selber entscheiden können, wie du dich gerade fühlst? Und du kannst dir einfach auch die Zeit nehmen, wenn ein Reiz jetzt von außen kommt, auf diesen zu reagieren. Und das ist üb- und erlernbar. Früher mal, als wir noch in Höhlen lebten, war es notwendig, auf einen Reiz sofort zu reagieren. Kam Gefahr in Form von einem wilden Tier, dann war es einfach notwendig, dass wir weglaufen. Oder haben wir den Reiz bekommen von potenzieller Nahrung, dann mussten wir unseren Speer auswerfen. Aber das ist heute nicht mehr notwendig. Und zwischen dem Reiz und der Reaktion kannst du dir Zeit nehmen. Alle Zeit der Welt. Weil wenn du anderen die Verantwortung für deine Emotionen gibst, also wenn du sagst, jemand anderer löst positive wie negative Emotionen in dir aus, dann gibst du dem auch die Macht. Der kann jederzeit entscheiden dann, ich möchte, dass du dich schlecht fühlst oder gut fühlst. Und das, finde ich, dürfen wir selber entscheiden. Und ich möchte jetzt nicht die Macht an jemand anderen abgeben, wie ich mich fühle. Das ist also der vierte Tipp. Und dann gibt es noch einen Bonustipp von mir, den ich vor ein paar Jahren schon entdeckt habe und der mir jetzt eben am Montag, als ich da auf der Couch gelegen bin und meine Gedankenspirale losging und sich der Bullshit-FM-Radiosender in meinem Kopf eingeschalten hat, habe ich mir das wieder bewusst gemacht oder ist es mir wieder bewusst geworden. Und zwar, wenn so eine Emotion an die Tür anklopft, dann kannst du sie entweder aussperren und die Tür zuhalten. Nur wie viel Kraft kostet dich das? Du kannst sie auch hineinzerren und mit ihr anfangen zu kämpfen und sie zu nähern. Und wie viel Kraft kostet dich das? Wie geht es dir damit? Wie geht es dir damit, wenn du die Tür zuhältst? Und wie geht es dir damit, wenn du diese Emotion näherst? Und deswegen habe ich vor ein paar Jahren entdeckt, wenn diese scheinbar negative Emotion an meine Tür klopft, dann mache ich die Tür einfach auf. Und ich lasse sie offen stehen. Und die Emotion kann eintreten und hier ihr Werk vollbringen. Oder sie kann auch nur den Kopf hineinstecken und mal schauen,
ob sie da überhaupt wirken möchte. Und ich stelle mir dann diese Emotion ganz genau vor. Ich beobachte sie. Und das kann eben, bei mir ist es oft eine, die kommt dann so, die mit der Staubwolke wirbelt so den Staub unter ihren Füßen auf. Und es ist wie so in einem Cartoon, dass die, auch die Füße so ganz schnell sind, dass ich gar nicht erkenne, dass es Füße sind. Und ich gebe dieser Emotion also eine Form und vielleicht sogar ein Gesicht oder so ein angedeutetes Gesicht. Und komischerweise hat die Emotion, die da so heranrollt mit ihren kleinen, nicht sichtbaren Füßen, oft einen Aktenkoffer mit. Und ich finde das dann so witzig, dass, ja, dass einfach schon dieser Humor an dieser Gestalt, die ich jetzt da beobachte und die an die Tür heransaust und dann irgendwie so ganz verdattert reinschaut und nicht so genau weiß, was er jetzt tun soll, wie es jetzt weitergeht, finde ich so witzig, dass es sich damit eigentlich schon oft erledigt hat. Wenn es sich aber nicht erledigt hat und die jetzt wirklich noch weiter hereinrauscht in meinen Raum, dann schaue ich, also einerseits lasse ich sie dann einfach wirken und andererseits schaue ich dann so hinter diese reinrollende Emotion und wenn sich dann der Staub so gelegt hat und die Emotion schwächer wird, weil sie da so im Raum neben mir wirkt, dann merke ich, die hat ja einen Freund oder eine Freundin mitgebracht. Und so ist es einfach, dass dieser eine sehr negative Pol auch einen sehr positiven Pol hat. Und die kommen dann zu mir. Aber dieser positive Pol wird nicht kommen, wenn ich die Tür jetzt zuhalte. Denn dann wird der Staub ja vor der Tür weiter sich aufbauen und wüten. Dann würde ich diesen Freund oder die Freundin gar nicht sehen. Und ich würde es auch nicht sehen, wenn diese Emotion dann in meinem Raum ist und ich mich mit der beschäftige und ich mit der interagiere. Dann reißt die vielleicht den Aktenkoffer auf und alles wirbelt, was da drin ist, auch noch herum. Aber den Freund oder die Freundin nehme ich gar nicht wahr. Der wird nicht wahrgenommen, der oder die Freundin, und die reißt dann wieder ab. Ja, und so habe ich auch für mich gemerkt, dass die Bandbreite an Emotionen einfach größer wird. Also ich habe auch gemerkt, dass die Tiefe an den negativen Emotionen viel tiefer geworden ist, aber sie sind viel kürzer da. Also wenn ich mich schlecht fühle, dann ist das auch noch intensiv und ich nehme es vielleicht sogar intensiver wahr. Woran das liegt, weiß ich nicht genau. Aber ich nehme es sehr tief wahr, vielleicht auch, weil ich es zulasse und auch beobachte. Das ist meine Theorie, dass ich es einfach zulasse und beobachte, deswegen ist es sehr tief. Und gleichzeitig ist aber die Tiefe an den positiven Emotionen ist auch gestiegen. So haben sich die Pole, wo diese beiden Emotionen liegen, ausgeweitet. Also, ja, genau. Und es dient mir auch, immer wieder abzugleichen, wo ich gerade stehe. Also wenn du jetzt eine negative Emotion wahrnimmst, dann kannst du dir überlegen, okay, was ist jetzt der Auslöser? Was ist der Auslöser? Strategie 1. Und wieso ist der immer noch da, der Auslöser? Das heißt, du darfst daran arbeiten. Du darfst daran arbeiten, dass du dich bewusst distanzierst, dass du eine positive Absicht erkennst und dass du auch die Verantwortung dafür übernimmst. Und diese vier Schritte, die ersten vier, die ich genannt habe, die können in der Reihenfolge ablaufen oder auch in einer anderen Reihenfolge. Und so kannst du einfach abgleichen, wo du gerade stehst, wie weit bist du am Weg, in der Entwicklung, diese Emotionen anzunehmen und auch zu lernen, quasi diese Situationen positiv zu sehen. Und deswegen sehe ich das einfach als Geschenk des Lebens. Wo stehe ich gerade? Wo stehst du gerade? Das Leben schenkt dir was, gibt dir quasi eine Prüfung und du kannst schauen, bestehst du die Prüfung jetzt oder bekommst du vom Leben nochmal denselben Prüfungsbogen, nur mit anderen Fragen. Quasi dasselbe Motiv dahinter,
mit der Emotion jetzt umgehen zu lernen. Aber die Prüfungsfragen sind anders. Das bedeutet, ein anderer Mensch zeigt es dir, du kommst in eine andere Situation, die einfach diese Emotion wieder aufwühlt. Und dann kannst du jedes Mal aufs Neue wieder lernen, damit umzugehen. Manchmal braucht es einfach mehr Fragebögen, mehr Testbögen und manchmal reicht auch einfach einer. Und es ist alles okay. Es ist einfach dein Prozess, es ist dein Weg und du darfst es genießen, du darfst die Prüfung öfter machen und das ist alles gut, so wie es ist. Es ist alles einfach dein eigener Prozess. Jetzt nochmal zusammengefasst, wie ich eingehend gesagt habe, welche Auswirkungen negative Emotionen haben können, erfährst du heute. Und zwar, das Anhaften an negativen Emotionen beeinträchtigt deine kognitive Leistung, zwischenmenschliche Beziehungen und letztlich eben auch die Gesundheit. Dann die 5 Strategien, mit ihnen umzugehen, eben Auslöser vermeiden und je mehr Handlungsalternativen du hast, umso besser. Dann kannst du dich von negativen Emotionen distanzieren und sagen statt ich bin, ich fühle mich, nimm dir Zeit dafür, erkenne den tieferen Sinn dahinter, es ist ein Geschenk des Lebens, du darfst darüber wachsen. Dann 3. Strategie, durch deine Bewertung kannst du die Wahrnehmung entschärfen. 4. Strategie, es sind deine Emotionen und niemand anderes sagt dir, dass du dich gut oder schlecht fühlen sollst. Mach dir das klar. Und wer anderen die Verantwortung und Emotionen gibt, gibt den anderen auch die Macht. Ja? 5. Strategie, gib der Emotion eine Form, eine Farbe. Mach's witzig. Mach die Tür auf, lass sie hereinschauen oder hereingehen und erkenne, welchen Freund, welche Freundin die Emotion noch mit hat. Nimm dir die Zeit, den Freund oder die Freundin zu erkennen. Dadurch vertieft sich einfach das Spektrum an Gefühlen, das du wahrnehmen kannst. Dann das Positive am Auftreten von negativen Emotionen ist eben, dass du lernen darfst, du darfst wachsen. Es ist ein Abgleich, wo du gerade stehst. Und du sollst deine Tür für negative Emotionen offen stehen lassen, denn sie bringen einfach immer was mit. Und ja, wen oder was die negativen Emotionen im Schlepptau haben können, das darfst du beobachten und dir die Zeit nehmen, das zu beobachten. Alles Negative hat auch einen anderen Pol, was Positives. Und alles, was kommt, geht auch wieder. Es hat immer noch eine positive Absicht. Und welche Freunde haben diese negativ wahrgenommenen Emotionen noch mit sich? Ja, damit sind wir jetzt schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du kannst das benutzen, gebrauchen. Falls du irgendwelche Fragen noch hast, dann schick mir gerne eine Nachricht, entweder auf Instagram oder auch auf Facebook oder über die Webseite, über das Kontaktformular. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir auch gerne einen Kommentar oder 5 Sternchen. Wenn du es am Podcast über iTunes hörst, freue ich mich irrsinnig. Da kannst du auch einen Kommentar hinterlassen. Und auch nächste Woche gibt es wieder ein spannendes Thema, das ich jetzt noch nicht verrate. Und ich freue mich, wenn du dir auch nächste Woche wieder Zeit nimmst und mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag und alles Liebe.